Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster und heute zum nächsten Multipack. Heute am Montag. Und zwar, ich produziere die Videos gerade vor, aber ich weiß halt, wann sie rauskommen. Und zwar heute mit Suarez Multipack, habe ich ja gestern schon gesagt. Und Ter Stegen. Gestern im Multipack waren die beste Karte, außer der Viratellimi Mata, der hier drin war. Und dann noch die eine Multiple-Karte. Wenn ihr wissen wollt, welche das ist, dann guckt euch das Video an. Auf jeden Fall kommen morgen, also am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auch noch Multipacks und Freitag kommt wahrscheinlich dann noch ein Mappen-Update. Ja, so halt. Ja. Wenn man das jetzt mal aufreißen könnte hier ohne irgendwas. Wehe, die Mimik klebt wieder an diesem Kleber wie gestern fest. Also die Booster, die krieg ich, diese Booster hier, muss man drehen, weil sonst gehen sie einfach auf. Und ich kriege nicht, dass man schon sieht, was da drin ist, wenn man, bevor man es überhaupt aufmacht. Und das ist jetzt schon wieder gescheit, da kann man schon wieder einmal so ziehen. Dann hier Online-Challenge und dieser Booster ist auch immer so festgeklebt. Dann hier, erstmal versuchen wir sie, die zu drehen. Aber ich will die auch nicht kaputt machen, Leute. Oh fuck, ich mach die kaputt, wenn ich sie so drehe. Oh, scheiße, nichts kaputt fast. Aufpassen, Leute. Dieses Problem mit diesen klebenden Karten, ne? Das könnt ihr auch mal lösen, irgendwie. Und jetzt ist der halbe Kleber wieder dran und die Karte ist verknickt. Oh nein. Scheiße, Mann. Der Kleber ist ab, aber die Karte ist halt verknickt. Also mir tut das jetzt nicht so weh, ganz doll. Weil ihr seht es hier oben vielleicht. Och, Mann. Deswegen, die brauche ich auch noch, deswegen, komm schon, nicht weggehen, nicht wegtun, Kleber was hinten dran, scheiße. Also solange das noch geht, dann geht's ja noch. Also hier, Kleber, Mülleimer, Kleber, Mülleimer, so, dann, okay, dann Multipack im Mülleimer, Booster haben wir da, dann zoomen wir mal ein bisschen ran. Dann legen wir die Core-Karten da wieder hin. Wir fangen einfach mit dem ersten Booster an. Ich drehe die Karten von hinten nochmal um. Wir sehen, ob wir zwei Power-Karten haben. Nee, aber Rashford. Dann Benedetto. Gaetan. Vodka. Bürki. Und Alba. Oder Ramona Bürki. Bürki. So hier. Das ist das. Was ist das denn? Irgendwie Alcacer. Und ich dachte schon diese Rare-Karte, diese Rare-Karte, die wo alle Spieler drauf sind. Und das Kamerun-Logo, Mann. Und Ruiz, Kaputov, Almeida und Samudo. Können wir mal einmal eine Rare-Karte ziehen vielleicht? Egal welche, außer Messi. Da sind drei umgedreht. Dann haben wir Alcacer, Modric, Hummels, Torres, Bürki und Alba. Bürki und Alba hatten wir gerade auch schon mal. Also die Multipacks sind öfters doppelte Karten drin, fällt mir auf. Also hier haben wir schon mal zwei Powerkarten. Nee, eine. Plus die eine ist vorne und da haben wir... Nee. Nee. Dann haben wir Moreno, Rebrov. Jetzt kommt die Scheiße. Gaetan, Almeida und Samudo. Die hätten wir gleich gerade auch schon mal. Was ist denn das? So oft scheiß auf doppelte Karten, Mann. Jetzt, also letzten Multipack hatten wir insgesamt außer die Karten, die da waren, halt sechs Powerkarten. Das heißt, wir hatten in einem. Ja, Sarah. Jetzt Botka hatten wir auch schon. Sarah hatten wir auch im letzten Multipack. Ja, Botka, Ruiz, Pellegrini und Ibarra. Ey, das ist so eine Scheiße, diese Multipacks. Aber das kriegt man halt in Limi. Ich würde sagen, das war's dann. Keine gute Powerkarte. Bis zum nächsten Mal und tschüss.